Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. So, jetzt wollen wir mal schauen. Dieses Mal müssen wir es schaffen. Wir müssen surviven. Sonst geht die Folge gar nicht erst hoch. Und der Killer. Oh, da läuft er. Er ist ein großer mit weißem Gewand. Schon gesehen. Ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht, leider. Ich bin ja in die Küche gelaufen und habe dann festgestellt, ich habe meine Kaffeetasse gar nicht mitgenommen. Und dann musste ich nochmal laufen. Ich hatte ja einen Jen gesehen. Ist hier oben vielleicht auch noch irgendwas? Nein. Was ist denn hier oben? Wieso sollte es denn hier so einen Raum geben, wenn hier nichts ist? Oh Mann, leck mich doch, ey. Ne, hier springe ich nicht runter. Das ist viel zu hoch. Okay, ein Gen. Ich suche ein Gen. Hab jetzt vergessen, wo ich die gesehen habe. Okay, hier schon mal ein Du. Haut bloß ab, Alter. Okay, der Killer ist bei uns. Jo, ich laufe ihm voll in die Arme, Alter. Ja, aber er kommt dir nicht hinterher. Irgendwie hat er dich nicht gesehen oder nicht gerafft, was du bist. Okay, ich mach den Gen fertig. Ha, meine Points. Abgesnackt, Alter. Der war schon fast fertig. Danke, Boys. Dieser Moment, wenn man einfach so unkonzentriert ist. Der Killer kommt zu mir. Oh Gott, er hat eine Kettensäge. Ich glaube, er hat eine Kettensäge. Ich hör's nur, ich trau mich nicht zu gucken. Okay. Ich ver. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich kann ihn so die ganze Zeit irgendwie ausspielen, indem ich darüber hopse und er kommt nicht hinterher. Und. Habe ich mir irgendwie anders gedacht. Er kommt schon wieder hinterher. Das ist ja. Oh, er. Nein! Was hat der denn da? Das ist keine Kettensäge. Okay, jetzt geht er ab hier, ey. Der hat so ein komisches. Oh nein, lauf weg! Aua! Schon wieder ich! Nein, nicht schon wieder ich! Ich hab doch eben gerade erst gehangen! Du musst mir eine Chance geben! Ja, verdammt, es hat nicht funktioniert! Ich bin voll am Arsch! Lauf doch weg! Wer ist denn das hier? Ja, Musi, lauf einfach weg! Rette dich und deine Familie! Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich war mir so sicher, dass wir diese Runde holen. Vor allem, weil er am Anfang so schlecht gespielt hat. So nix sehend. Das ist jetzt ja. Oh. Oh, ich hab verkackt. Volle Konzentration. Die Augen werden größer. Ich werd gerettet. Und ich höre ihn schon wieder. Ey, wenn der jetzt wieder zu mir kommt. Ich krieg ein zu viel. Der hat so eine komische Elektrobombe da. Dann hört er dich schreien, wenn du in der Nähe bist. Ja. Was ist das? Er stalkt mich! Nein, er ist genau zu mir! Hau ab! Er war kurz hinter mir. Es hat so gemacht und dann war er da. Oh nein, ich höre schon wieder Herzschlag.
Er guckt schon wieder bei mir. Ich glaube, er kommt. Ich bin am Arsch. Wie macht er? Warum macht er das? Wo? Oder ist das eine Falle? Ist mir egal. Fürs Team. Ich höre ihn halt die ganze Zeit. Ah, da läuft er rum. Ja, ja, ich lass mich hier nicht verarschen. Hab dein Bzzz schon verstanden. Oh, und wir fangen wieder bei Null an. Ah, ja, haben wir flinke Finger, wa? Rocky Zuggy, ist der Gen repariert oder was? Wow, wow. Ey, ihr dürft jetzt bloß nicht drauf gehen. Ich mach eventuell den letzten Gen. Wer liegt denn da schon wieder? Hinox. Hinox. Der ist zu weit weg, das schaffe ich nicht. Ich bin sowieso hard wounded. Ach was, der Skillcheck ging gerade rückwärts. Ist das schon mal gewesen? Ich glaube, er kommt wieder zu mir. Ich weiß es halt nicht. Das ist so verwirrend, wenn der so aufploppt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Okay, irgendwer läuft da hinten. War kein Killer dahinterher. So, wenn du noch lebst, lauf zu einer der Türen. Die wird gleich angezeigt. Scheiße. Das Weiße sind die Türen. Da musst du hin. Ja, ich lauf ja schon. Ich versuch den immer zu... Ich mach mal schon mal eine Tür auf. Jo. Ah, okay. Wo hat er dich? Wo hat er dich? Genau an der Tür. Ah, du warst an der anderen Tür? Oh nein. Ja, du mit deinem blöden Rad. Heb er dich auf? Hebt er dich auf? Wieso? Meine Tür ist offen. Ich hab sie aufgemacht. Ja, schön für dich, dass deine Tür offen ist. Oh, du bist so weit weg. Nee, ich war bei der Tür, die mir angezeigt wurde. Ja, es sind immer zwei Türen. Du warst bei der falschen. Ich versuch zu dir zu kommen. Wiggle nicht zu dolle. Hier. Echt jetzt? Ja. Ja, dann laufe ich dann. Ja, ich laufe dann raus oder was? Jetzt ist er weg. Mach doch, was du willst. Ich gucke, ob ich dich retten kann. Nein, er kommt wieder. Ah, dann laufe ich eben weg. Aber behauptet er nicht, ich hätte keinen Heldenmut. Aufopferungsvoll bin ich durch den gruseligen Dschungel hier gelaufen. Um dich zu retten. Okay, dann gehe ich mal raus. Wieder gesehen. Oh, ich habe überlebt. Ey, einer ist noch drin. Ich glaube, der hilft dir vielleicht noch. Ich bin entkommen. Wie ich es gesagt habe. Naja, weg damit. Zuschauen. Wer ist noch drin? Okay. Ja, gut. Du hast es leider nicht geschafft, Schatz. Ja, das Wolze sind die Türen. Ja, sind's auch. Du musst die aber aufmachen. Ja. Daneben ist ein Hebel, ne? Ja, hab ich gemacht, ne? Ja, ich hab das auch gemacht. Wer ist mal. Warum bist du nicht zur anderen Tür gelaufen? War doch klar, dass er da hinläuft. Das ist so doof, weil die Viertlichter bei mir dran war. Ich lauf doch jetzt nicht. Ich musste weglaufen, weil der eh schon hinter mir her war. Naja, zumindest haben wir wie versprochen schon mal 50% eingehalten und einer von uns beiden ist entkommen. Ich sah jetzt nicht, wer es war. So, beim nächsten Mal kommen wir vielleicht sogar beide. Wir werden sehen. Wenn ihr wissen wollt, ob wir es schaffen oder nicht, schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.